Grüß euch, liebe Zuschauer, ein herzliches Willkommen bei Blaupause TV. Heute zur zweiten Ausgabe von Zukunftsprognosen mit dem Gernot von Hagen. Da hatten wir in den vergangenen Monaten schon mal eine Sendung gemacht. Und es ist auch erstaunlich, wie viel letzten Endes auch von diesen Prognosen sich zumindest vom Kompass her genau in diese Richtung entwickelt haben. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen mal eine spontane Sendung zu den aktuellen Ereignissen und was im Herbst hier auf uns zukommt. Denn hier gibt es auf jeden Fall sehr spannende Dinge zu berichten. Und es wird sich sicherlich auch auf der großen Weltbühne des ein oder andere verändern. Ein ganz kurzer Hinweis, wie immer in eigener Sache. Wie ihr wisst, finanzieren wir unseren gesamten Sender ausschließlich durch unseren Shop. Wer also auf das Thema Gesundheit, Geld, Finanzen, überhaupt Thema Bewusstsein und Weiterentwicklung hier ein bisschen Unterstützung bedarf, der schaut bitte mal bei uns auf den Shop rein. Da haben wir nämlich extra für euch diese Dinge so sortiert, dass man da letzten Endes jeder für sich etwas finden kann. Und ich bedanke mich bei allen diejenigen, die uns hier unterstützen, damit wir unser Format so machen können. So, lieber Gernot, erstmal herzlich willkommen in der Sendung. Ich grüße dich, mein Lieber. Ja, danke für die Einladung und vielen Dank, dass wir hier nochmal was aufzeichnen können, das Ganze fortsetzen können. Freut mich sehr. Und ich hoffe, du hast auf Aufnahme gedrückt, wirklich. Ja, die Aufnahme läuft. Passt soweit alles. Das siehst du nur nicht, weil bei mir das in einem anderen Programm läuft und ich nicht direkt Zoom aufnehme, deswegen. Okay. Ne? Alles klar. Lieber Gernot, du warst ja in den letzten Wochen und Monaten wieder viel unterwegs, viele Vorträge und hast natürlich auch dementsprechend deine Kontakte zum Thema letzten Endes sicherlich auch Insiderwissen. Wie sehen denn deine aktuellen, sagen wir mal, Prognosen aus? Was ist dein Gefühl? Was sagt dir deine Emotionen? Du bist ja schon lange dabei letzten Endes in diesen Kreisen. Wie siehst du denn die aktuelle Lage? Ich bin wirklich jetzt langsam auch gespannt über das, was in unserem Land passieren wird und auch wie sich das Gesamtgefüge verändern wird. Es ist so, dass wir jetzt ob der ganzen Panikmache, auch der ganzen Ängste, die hier geschürt worden sind, in allen Kreisen, sowohl des alternativen Bereichs als auch des Mainstreams, natürlich sehr verunsichert als Gesamtgesellschaft. Und auch wirtschaftlich sind wir sehr stark verunsichert, ob der Zukunftsprognosen und Möglichkeiten, die jetzt aufgezeigt worden sind, die tendieren ja gegen Null. Und wir haben ein massives Framing erlebt, auch über die letzten Wochen und Monate, was die Kriegsängste, die Zukunftsängste noch mal weiter geschürt hat. Und es wird sich jetzt dann auch weiterentwickeln. Das ist meine Erwartungshaltung. Vor wenigen Stunden, heute am 4. Oktober, hat ja der Föderationsrat der Russischen Föderation die Anerkennung dieser vier neuen Verwaltungsdistrikte innerhalb der Russischen Föderation bestätigt. Ich gehe davon aus, dass es jetzt auch durch die fortgesetzten Angriffe und diese Kampfhandlung in der Ukraine auf diesem neuen russischen Territorium dann auch weitere diplomatische internationale Ereignisse nach sich ziehen wird. Das, was leider in dem gesamten massenmedialen Darstellung unterblieben ist, ist, dass die gesamten Abstimmungen in diesen vier Gebieten strikt nach der UN-Charta und den Vorgaben dort abgelaufen sind, dass auch die OSZE-Beobachter die ordnungsgemäße Durchführung bestätigt haben, dann hier im Westen ja diskreditiert worden sind, alle, die dort als OSZE-Beobachter unterwegs waren. Und es wird jetzt die logische Konsequenz sein, dass das damit heute nicht abgeschlossen ist. Und ich gehe davon aus, dass zur Verteidigung dieses russischen, neurussischen Territoriums oder wiederhergestellten russischen Territoriums, muss man ja ehrlicherweise sagen, wenn man denn die geschichtlichen Abläufe nicht verleugnet, dann wird es eine Kriegserklärung geben. Denn der fortgesetzte Angriff auf diese russischen Gebiete werden dann eine Reaktion der russischen Regierung jetzt nach sich ziehen. Und das wird vermutlich sehr schnell gehen. Und dann muss der Westen eine Antwort darauf finden. Hier bei uns in der BRD ist es ja wirklich schon sehr, sehr spannend zu beobachten, was daraus erfolgen wird. Denn sowohl der Herr Scholz hat gestern ja nochmal bestätigt, dass es diese fortgesetzte Unterstützung für die Ukraine gibt und geben wird. Es ist aber auch so, dass Frau Baerbock ja gestern ohne Not
dann auch noch mal in Warschau, in der polnischen Hauptstadt, eine Erklärung abgegeben hat, dass dieser Beistandswille dieser Bundesregierung sich nicht nur auf die Ukraine bezieht, sondern vor allem auch auf Polen und die baltischen Staaten, aber auch andere Staaten Mittel- und Osteuropas und die Interessen, die dort jetzt postuliert werden, im Grunde von der Bundesregierung unterstützt werden. Und das Ganze führt dazu, dass nach der Kriegserklärung, die ich von Russland erwarte, und dann die spannende Situation entsteht, dass der Westen darauf eine Antwort finden muss. Und was wir uns auch vergegenwärtigen müssen, das, was dort jetzt als Kriegserklärung gegen die Ukraine kommt seitens der Russischen Föderation, ist die erste Kriegserklärung, die es seit dem September 1939 gegeben hat. Und das ist dann eine Veränderung all dessen, was wir kennen. Das wird dann nicht damit einhergehen, dass jetzt der Dritte Weltkrieg ausbricht. Das sehe ich nicht. Das ist nicht meine Erwartungshaltung. Aber der Westen muss sich jetzt positionieren und muss eine Entscheidung treffen. Und die Russen haben dann immer noch die das Ass im Ärmel. Denn wenn die Bundesregierung in irgendeiner Art und Weise zuckt oder auch die EU zuckt, kann und wird die BRD in Frage gestellt werden. Auch dieser Prozess ist von mir ja angekündigt worden vor ein paar Wochen, ist jetzt auch durch die Rede von Putin am Freitag ja bestätigt worden, dass es dort auch ganz klare Hinweise gab auf die Situation Deutschlands, und das wird fortgesetzt und das wird viele, viele Millionen Menschen hier im Land dann in eine völlig veränderte neue Denkwelt hineinstoßen, die sie so noch nicht kannten. Und das wird sehr große Einflüsse haben auf unsere gesamte Situation hier im Land. Wenn man überlegt, wie sehr schon seit Jahrzehnten versucht wird, dieses Weltbild zu installieren, der Russe ist immer grundsätzlich der Böse, der Feind letzten Endes. Wir haben das in Hollywood gesehen, wir sehen das in Spielen und was weiß ich nicht über alles. Wie reagieren denn die Menschen auf deinen Vortragsreisen darauf? Wie ist denn dort die Stimmung letzten Endes? Geht es auch da um das hauptsächliche Thema Angst? Wie gehen wir mit dieser Krise letzten Endes um? Es gab ja erst vor kurzem eine Umfrage auch, was die wert ist, kann man nicht sagen, aber sie kam aus dem Mainstream, dass die allermeisten Deutschen ja überhaupt gar nicht bereit sind, diese Kriegsereignisse mitzufinanzieren, wenn es darum geht, die steigenden Energiepreise dadurch zu deckeln oder in dem Fall zu bezahlen. Wie sind da die Einsichten, die du da so mitbekommst? Ja, die Kriegsbereitschaft hier im Land sehe ich nicht. Ich sehe auch keine Vorkehrungen für die Durchführung eines Krieges, auch kein Verständnis, und zwar sowohl in der gesellschaftlichen Grundhaltung dieses Landes als auch in der wirtschaftlichen Ausgestaltung. Dieses Land, wie alle anderen westlichen NATO-Staaten, die wir hier in Europa haben, sind überhaupt nicht in der Lage dazu, in irgendeiner Art und Weise Krieg führen zu können. Diese Angst, die da produziert worden ist, müssen wir uns vergegenwärtigen. Dieses Framing müssen wir uns auch klar machen, und das wird auch in den nächsten Tagen sicherlich dazu kommen oder Wochen dann spätestens. Aber ich denke, das ist jetzt eine Frage von wenigen Tagen, wo wir das Erkennen auch hier in weiteren Bevölkerungskreisen erleben werden. Denn hier ist keine Kriegsbereitschaft, hier ist keine Kriegsfähigkeit und hier ist insgesamt auch seitens der NATO überhaupt keine Angriffs- und auch Verteidigungsfähigkeit gegeben. Deshalb ist eine militärische Lösung dieses gesamten Konfliktes schlicht und ergreifend unmöglich und auch absurd und auch überhaupt nicht wünschenswert. Deshalb müssen wir uns alle entscheiden, was wir jetzt mit unserer Zukunft anfangen wollen. Ich hatte, bevor wir angefangen zu drehen haben, auch eine kleine Sendung in Eigenregie sozusagen aufgenommen. Da habe ich das Gleiche gesagt. Es bedarf jetzt mal des inneren Erkennens dieser Dinge, also einer inneren Revolution letzten Endes. Nichts dagegen zu sagen, okay, man kann auf die Straße gehen und letzten Endes auch seinen Willen kundtun. Aber in der ersten Linie geht es ja mal um das Erkennen. Ich meine, Kriegspropaganda gibt es auf beiden Seiten. Das ist überhaupt keine Frage. Das war schon immer so und wird wahrscheinlich immer so bleiben. Aber wir sehen ja, dass die Informationen aus Russland hier diese
dieses Land gar nicht erreichen. RT Deutsch ist komplett gesperrt, ich glaube fast im Deutsch oder im deutschsprachigen Raum zumindest, steht unter Strafe. Die meisten Menschen bekommen ja diese Information überhaupt gar nicht mehr. Und du sprachtest auch am Anfang davon, dass auch selbst die alternativen Medien oft in das Thema reinfallen, Ängste zu verbreiten, sehr laut darum rumschreien. Man könnte den Eindruck gewinnen, es geht letzten Endes nur um Aufmerksamkeit zu catchen und gar nicht um die eigentliche Sache. Wie siehst du das? Kam das an bei dir? Weite Teile ja. Ich weiß nicht, was hier mit der Leitung heute los ist. Aber um das aufzunehmen, ja, es ist erschreckend, wie diese Ängste geschürt werden, gerade im alternativen Bereich. Und das haben wir jetzt speziell in den letzten Wochen gesehen. Das ist Stimmungskleinheiten. Das ist weiter fortgesetzte Spaltung, die dort betrieben wird. Und im Großen, was die Nachrichten aus Russland angeht, kommt das hier natürlich alles nicht an. Aber es geht auch gar nicht darum, jetzt, dass die Infos aus Russland hier ankommen müssen. Denn an den weiteren Entwicklungen dessen, was die russische Regierung jetzt vortragen wird auf diplomatischer Ebene, werden unsere Nachrichten auch nicht vorbeikommen. Und dann geht es darum, dass wir uns auf uns selbst besinnen müssen. Wir müssen im positiven Sinne wirklich unser Selbstbewusstsein wiederfinden und auch eine eigene Haltung dafür finden, was wir hier mit unserer Zukunft und auch mit unserem Land anfangen wollen. Und deshalb geht es gar nicht mehr so sehr um die Informationen. Da geht es nur noch um ein paar Überschriften. Die werden durchsickern. Eine Kriegserklärung zum Beispiel der Russischen Föderation wird hier schon medial auch ankommen. Und dann ist für alle die Frage zu stellen, und da muss sich jeder dann auch selber beantworten, was machen wir jetzt da draus? Wie wollen wir in die Zukunft gehen? Und welche Ausrichtung, auch welche letztendlich gesamtgesellschaftliche, wirtschaftliche, monetäre, aber auch geistige Grundhaltung genehmigen wir uns alle miteinander jetzt und an welchem Ziel arbeiten wir dann miteinander? Und das wird nicht über diese Demonstrationskultur im Kleinen wie in den vergangenen Jahren gehen, sondern das wird jetzt ein gesamtgesellschaftlicher Prozess werden. Es ist eine grundsätzliche Frage letzten Endes, wie soll es mit diesem Land weitergehen? Wir sehen ja anhand der aktuellen Koalitionspolitik, wo die es gerne hinhaben wollen. Und ich kenne eigentlich niemanden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe auch Freunde aus dem Mainstream, die jetzt wirklich glücklich sind mit dieser Situation und sagen, ja genau, das ist das, was wir wollen. Wir deindustrialisieren ja unser Land vollständig, muss man ja letzten Endes sagen. Der Mittelstand bricht nahezu weg. Das erlebt man ja. Die Pleitewellen werden sicherlich auch noch weiter folgen. Und hier sehe ich also genau auch das Thema. Letzten Endes bedeutet ja Krise auch immer Chance, dass wir jetzt vielleicht tatsächlich gesamtgesellschaftlich mal darüber nachdenken sollten, wo soll die Reise eigentlich langfristig hier hingehen. Und ich rede nicht von den nächsten 10, 20, 30 Jahren, sondern vielleicht noch viel, viel weiter hinaus. Ja, wir waren ja lange Technologieträger, Erfinder letzten Endes, ja, das Ingenieurswesen und so weiter. Und all das wird letzten Endes hier massiv abgebaut oder zumindest so schwer gemacht, sich noch am internationalen Markt durchsetzen zu können. Erst recht bei den Preisen, die ja die Unternehmen heutzutage dann für ihre Produkte verlangen müssen, aufgrund eben der Produktionskosten letzten Endes. Da muss man sich schon fragen, da muss ich sagen, habe ich auch selber einen viel größeren Aufschrei aus dem Mittelstand erwartet. Nur der scheint auszubleiben. Ja, naja, das ist immer etwas, was wir jetzt ja über lange Zeiträume auch antrainiert bekommen haben, die Klappe zu halten und einfach zu funktionieren. Und jetzt geht es darum, dass jeder eine Haltung wieder sich selber genehmigt. Und vor allem dürfen wir uns auch dort nicht treiben lassen von den Ängsten und auch von diesen ganzen Szenarien, die überall geprägt werden. Veränderung geht teilweise sehr, sehr schnell. Und das kann auch jetzt in den nächsten Wochen sehr schnell gehen, so dass wir gar nicht erst alles wirklich zugrunde gehen lassen müssten hier. Das müssen wir sowieso nicht. Und das gibt es auch, da gibt es auch gar keine Notwendigkeit, in den nächsten Wochen einfach den ganzen Laden hier und unserer Wirtschaftsgrundlage beim Sterben zuzuschauen, sondern wir müssen jetzt dann auch diese Entscheidung für uns alle und auch für eben die wirtschaftliche, aber auch daraus sich ja bedingende soziale Ordnung im Land treffen. Und diese
ganzen Themen dann auch angehen. Und das wird nach meinem Dafürhalten viel schneller gehen, als jetzt über Monate oder Jahre oder Jahrzehnte gar zu reden. Mhm. Das ist ein Prozess, der angestoßen wird und wo sich innerhalb von Wochen ganz viel regeln kann und auch wird. Das kann man nur hoffen. Lieber Gernot, aufgrund einfach der Schwierigkeiten, die wir heute hier mit dem Internet haben, würde ich einfach sagen, wir belassen es mal dabei. Das sollte ja nur eine kurze Sendung sein, aber ich verspreche den Zuschauern hiermit, dass sobald es bei dir wieder möglich ist, wo du stabiles Internet hast, dass wir in den nächsten Wochen auch gleich nochmal eine Folgesendung machen, wo wir vielleicht nochmal tiefer auch in die Analyse reingehen, vielleicht auch geostrategisch. Und wer weiß, was sich bis dahin schon geändert hat letzten Endes, denn ich sehe das auch so, dass... Ich sehe hier keine Bankrotterklärung letzten Endes in unserem Land, sondern tatsächlich eher die Besinnung wieder auf die wirklichen Werte, die wir in unserer Kultur ja auch haben und auch durchaus ja pflegen. Und dass aufgrund der Gesamtsituation im Außen sich eben halt auch eher der Mensch wieder ins Innere kehrt und überlegt, was sind denn eigentlich meine moralischen Ansätze, was sind denn eigentlich unsere Werte, meine Werte und möchte ich die wieder leben oder spiele ich einfach dieses Spiel weiterhin mit? Und ich glaube, da wird es bei sehr vielen Menschen da draußen in den nächsten Wochen und kommenden Tagen vielleicht sogar schon eine Entscheidung geben. Also sehe ich eher auch in dem Sinne positiv. Ja, wir sind da vor großen Aufgaben und vor einem wirklich großen Erkenntnisschritt für uns alle. Wir werden uns auch an das erinnern müssen, was dieses Land immer war, was auch die Menschen in diesem Land immer dargestellt haben. Und deshalb gilt es jetzt auch wieder dieses menschliche Miteinander auch zuzulassen, den Austausch. Und das werden wir lernen müssen oder haben es ja teilweise auch schon erkannt. Und das wird jetzt den Alltag in den nächsten Wochen sicherlich bestimmen. Und ich freue mich, wenn wir das dann vielleicht auch zum Mitte Oktober weiter fortsetzen können, weil ich glaube, bis dahin ist schon einiges passiert. Und wir werden jetzt sehr dynamische Zeiten erleben, wo diese Schritte dann vielleicht nicht im Tagesrhythmus, aber doch sehr, sehr zügig auf uns alle zukommen. Und deshalb ist das, was wir wirklich brauchen, ist ein Zurückbesinnen auf diese gemeinschaftliche Tun, das Ahnenerbe letztendlich und eben auch ein echtes Bewusstsein, was wir hier brauchen in unserer doch sehr runtergefahrenen Gesamtgesellschaft. Definitiv. Wir machen gleich im Anschluss an diese Sendung noch einen Termin aus. Das ist überhaupt kein Problem. Lass uns da ruhig öfters mal auch diese Updates geben, denn ich habe auch den Eindruck gehabt bei der letzten Sendung, also unserer ersten Sendung, die wir gemacht haben, es bedarf auch einfach mal des positiven Zuspruches wieder und eben nicht immer alles nur schwarz zu malen, sondern durchaus die Ereignisse auch mal von der anderen Seite zu analysieren und festzustellen, hier ist sehr viel möglich, hier gibt es sehr viele Chancen. Immer wenn was Altes geht oder eine Tür zugeht, gehen auch immer welche auf. Aber es ist die Erkenntnis, und da stimme ich dir vollends zu, es ist an uns letzten Endes hier auch wieder eine Transformation zu machen und eben nicht nur im Geiste und im Bewusstsein, sondern dann tatsächlich das auch nach außen zu tragen, es zu leben, es umzusetzen und damit letzten Endes das Übermorgen auch neu zu gestalten. Ja, so ist es. Dann danke ich dir für deine kurze Zeit bzw. für deine Mühen auch letzten Endes uns zur Verfügung zu stellen, hier deine Zeit. Vielen Dank für dieses kurze Update, was in den nächsten Wochen zu uns zukommt. Und wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen und Wochen nochmal hören und auch wieder treffen. Dann sicherlich auch mit einem besseren Internet. In diesem Sinne, Gernot, habe Dank für deine Zeit. Danke. Liebe Zuschauer, bleibt dran, abonniert, wenn ihr möchtet, unseren Kanal, sowohl als auch bei Telegram natürlich, bei Instagram sind wir auch, möchte ich hier nochmal den Hinweis geben. Schreibt uns drunter, wie seht ihr denn die Zeiten? Was seht ihr in den zukünftigen Prognosen? Wie geht ihr damit um? Was glaubt ihr, was im Herbst kommt? Schreibt es uns und wir können vielleicht auf die ein oder andere Sache beim nächsten Mal eingehen. In diesem Sinne, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.